Hey, what up, what up, what up? Ich bin's wieder, eure Oriana und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem heutigen Video geht es kurz und knapp um eines der wichtigsten Lektionen, die ich durch ein Jahr intermittierendes Fasten gelernt habe. Wie einige von euch wissen, mache ich jetzt seit ungefähr einem Jahr intermittierendes Fasten und mache die 16-8-Methode. Das heißt, ich faste 16 Stunden und esse innerhalb von 8 Stunden. Meist lasse ich mein Frühstück weg und habe angefangen, weil ich leider 10 Kilo zugenommen habe, wegen Stress oder was auch immer. Ich bin kein Psychologe. Auf jeden Fall habe ich mit der Zeit, als ich mit intermittierendes Fasten begonnen habe und das schon einige Wochen gemacht habe, gemerkt, okay, ich habe zugenommen, weil mein Essverhalten einfach viel zu krass geworden war. Jedenfalls habe ich ganz ehrlich und ganz klipp und klar gelernt und gemerkt, dass ich einfach zu viel gegessen habe. Ich habe keine dicken Knochen bekommen, ich habe keine heftigen Muskeln bekommen, die mehr wiegen als Fett, nur weil ich mehr Sport gemacht habe, denn ich bin generell ein sportlicher Mensch. Ich habe auch dank Gottes zum Glück keine Krankheit bekommen, die für die Extrakilos gesorgt hat, oder fand es schön, Extrakilos auf dem Rücken zu haben. Und versteht mich nicht falsch, ich werde auf meine 1,69 Meter keine 50 oder sogar keine 60 Kilo wiegen, denn ein bisschen, ne, finde ich schon schön, aber halt nicht zu viel. Aber ich habe einfach zu große Portionen zu mir genommen, zu viel genascht, einfach viel, viel mehr gegessen, als mein Körper verbraucht hat. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe durch intermittierendes Fasten einfach gesehen, wie viel ich vorher zu mir genommen habe. Dadurch, dass ich jetzt das Frühstück weglasse und auch die anderen Portionen genauso groß sind wie vorher, ich also eine große Mahlzeit wie das Frühstück weglasse, habe ich einfach gemerkt, okay, krass, das reicht ja schon. Was habe ich eigentlich vorher gemacht, dass ich so viel Nahrung gebraucht habe? Und man fängt, wenn man intermittierendes Fasten macht, auch ganz von alleine damit an, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Ich weiß, wenn man mit den Jahren zugenommen hat und einfach wirklich fast unkontrolliert das gegessen hat, was einem schmeckt, denn Essen ist geil. Ich werde immer Kuchen essen, ich werde immer, wenn ich mal Bock habe, eine Pizza zu essen, eine Pizza essen, Nudeln, aber halt in Grenzen und wirklich nicht immer oder einfach, ja, planlos irgendwelche Sachen in mich hineinstopfen, nur weil ich sie liebe, wie zum Beispiel Chips. Es ist einfach wichtig, dass wenn man etwas in seinem Leben verändern möchte, wenn man möchte, dass etwas anders wird, dass man sich in Disziplin übt und leider auch Sachen verändern muss. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, wenn ihr abnehmen wollt, wenn ihr euer Ziel erreichen wollt, eine Sprache zu lernen, wenn ihr fitter werden wollt, wenn ihr ein Instrument lernen wollt, dass einfach eine Fee zu euch kommt, Dinge macht und ihr dann an eurem Ziel angekommen seid. Aber das ist nicht der Sinn und das ist auch nicht der Sinn des Lebens, denn der Weg ist das Ziel und man lernt so viel auf seinem manchmal auch steinigen Weg, was man sich eigentlich nicht nehmen lassen sollte. Durch intermittierendes Fasten ist mir nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch klar geworden, dass, wenn man Veränderungen in seinem Leben will, man A, ehrlich zu sich sein muss. Man muss einfach ehrlich zu sich sein. Man soll sich nicht fertig machen, man soll nicht sein größter Kritiker werden, man soll nicht negative Gedanken denken, aber wenn man merkt, okay, ich bin zu dick, ich fühle mich nicht wohl, ich bin auch eigentlich ein gesunder Mensch, bin jetzt nicht wegen einer Krankheit zu dick geworden, ich möchte abnehmen, dann ist es vielleicht auch wichtig, dass man mal schaut, okay, wie esse ich jetzt und was kann ich wie verbessern? Und da liest man Bücher, schaut sich YouTube-Videos an oder geht oft in Facebook-Gruppen, fragt Leute, die schon Fitness seit Jahren machen und informiert sich einfach und schaut, was passt zu einem und was passt nicht zu einem. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und wenn man ehrlich zu sich ist und sieht, okay, es lief jetzt nicht so gut, ich möchte was besser machen und man steht hinter sich und man glaubt an sich und man macht sich nicht fertig, sondern fokussiert sich auf sein Ziel, dann kann man, glaube ich, alles erreichen. Und was ich B auch noch gelernt habe, ist es, wenn man Veränderungen möchte, dass man auf gewisse Dinge, die man vorher gemacht hat, leider Gottes verzichten muss. Oder aber sie mit anderen Dingen ersetzen muss. Ich zum Beispiel muss zugeben, ich liebe Chips. Wenn ich in eine Chips-Tüte greife, dann versuche ich meinen Daumen, meinen Zeigefinger so auseinanderzuhalten. Soweit es geht, greife in die Chips-Tüte, nehme 100 Chips in meinen Mund, kaue 2 Sekunden darauf rum und wiederhole die Prozedur. Aber wenn ich mir meine Freundinnen anschaue, die schlank sind, die nehmen einen Chip und kauen gefühlt 30 Minuten darauf rum. Und da merkt man, okay, girl, you gotta, you know, step back a little bit. Und ja, ich habe dann einfach gesehen, okay, die nehmen kleinere Portionen zu sich, die essen generell weniger, naschen weniger. Und das macht auch einen großen Unterschied aus.
Also kurz die Erkenntnis zusammengefasst, durch intermittierendes Fasten habe ich, beziehungsweise lernt man, wenn ihr es macht oder Menschen, die es generell machen, einfach automatisch ein besseres Essverhalten. Denn man setzt sich mit Ernährung auseinander. Man schaut nicht nur, okay, wie kann ich abnehmen, sondern auch, was ist einfach gesünder? Was hält mich fitter? Welche Ernährung kann ich essen, um Muskeln aufzubauen? Welche Ernährung hält mich länger satt? Das alles lernt man und sieht dann, okay, das, was ich vorher gemacht habe, wie ich vorher gegessen habe, wie ich wahllos, planlos Dinge, die einfach nur schmecken, in mich hineingestopft habe und zugenommen habe, die mache ich einfach automatisch nicht mehr, weil ich sehe, dass ich mich besser fühle, besser aussehe und der Nebeneffekt dann auch ist, dass man abnimmt und einfach selbstsicherer dadurch wird. Also meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen die Augen öffnen, euch einen Einblick in meine intermittierende Fastenwelt geben oder euch auch inspirieren bzw. motivieren, Veränderungen selbstbewusst in eurem Leben einzugehen. Also meine Lieben, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr Fragen habt oder erzählt mir eure Geschichten und vergesst auch nicht, einen Daumen hoch dazulassen, meinen Kanal auch gerne zu abonnieren für weitere Videos von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine Lieben. Bis dann, ciao!